Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Case King und zwar mit dem Gaming-PC Azure Dream Intel Core i7 14700KF Intel Arc A770 Fertig-PC für 1499,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Ich glaube nicht, dass das sonderlich fake ist, denn das Gehäuse stimmt, das Mainboard passt soweit auch, die Grafikkarte auch, der CPU-Kühler auch. Beim RAM schreiben sie es nicht mit dabei. Ich habe jetzt einfach mal den billigsten RAM wirklich reingepackt in die Liste und habe dann nochmal sozusagen den günstigsten von Corsair genommen, weil das hier ist Corsair RAM auf dem Bild. Nur, dass ihr diesen Preisunterschied mal seht, wenn ihr jetzt den ganz, ganz billigen nehmt oder eben den Corsair mit der passenden Taktrate, wo ihr dann ungefähr rauskommt. Aber bis auf den RAM kann ich da jetzt nicht irgendwie sagen, das wird übertrieben gezeigt und das wäre irgendwie auf dem Bild eine Wasserkühlung und in Wirklichkeit wirklich nur ein Luftkühler oder so. Nee, nee, das passt schon. Ach ja, großartig konfigurieren wird hier wieder schwierig, weil wir können Betriebssystem, klar, das können wir auswählen, ist nicht mit dabei. Monitor, Tastatur, Maus, Mauspad, Stuhl und so weiter, aber die einzelnen Komponenten könnt ihr halt nicht verändern. Das ist auch hier so, ihr habt hier diesen Konfigurieren-Knopf, wenn ihr da drauf drückt, ja gut, dann zeigt er uns halt einfach nur das. Gut, man kann sich noch einen WLAN-Adapter und so da reinmachen, ja, aber Mainboard wechseln oder so ist halt einfach nicht. Aber ist ja auch erstmal nicht schlimm, wenn die Konfiguration so passt, braucht man ja auch nichts mehr ändern. Fangen wir mit dem Prozessor an, da haben wir einen Intel Core i7 14700K. Jetzt ist die Thematik. Jetzt steht im Titel KF. Nehmen wir jetzt den K oder den KF. Es ist relativ egal. Bei dem KF habt ihr keine integrierte Grafikeinheit, bei dem K halt schon. Da könntet ihr theoretisch ein Bild ziehen, wenn die Grafikkarte mal irgendwie kaputt geht. Wie man es macht, es ist kein großer preislicher Unterschied. Ihr seht es hier bei dem Preispunkt. Das sind 16 Euro Unterschied. Wir sind jetzt mal so nett und packen den K rein, weil er unten explizit aufgelistet ist und nicht in dieser Top-Überschrift. Ansonsten zieht euch hinterher die 16 Euro einfach wieder ab. Kommen wir auch mal zu den technischen Daten. Wir haben 20 Kerne, 28 Threads, 125 Watt TDP bzw. 253 Watt im Turbo. Der kann sich ungebändigt über 300 Watt reinpfeifen. Das kriegen die meisten Kühler nicht weg. Zu der Kühlung kommen wir noch. Das ist auch nicht so berauschend. Und der unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Könnt ihr wie immer mit 6000, 6400, 6800 laufen lassen, auch 7200, wenn es halt nur zwei Riegel sind und der RAM einigermaßen vernünftig ist. Ist ein guter Prozessor zum Streamen, zum Zocken, zum Rendern, was ihr alles gerne damit machen wollt. Klar, die neuen Intel stehen jetzt vor der Tür, aber das ist dadurch ja immer noch kein schlechter Prozessor und es ist ein 1500 € PC. Das kann man durchaus so machen, wenn man auch eine Arbeitsmaschine haben will. Ansonsten wäre ich einfach auf AMD gegangen. Wenn ihr wirklich nur zocken wollt und vielleicht hier und da mal ein bisschen Video schneiden, könnt ihr auch so AMD nehmen. Und der kostet 369,53 € bei 0% Shop, Case King oder Notebooks billiger. Oder bei Amazon. Im Übrigen steht hier auch, alle PC-Systeme werden standardmäßig mit Thermal Grizzly Wärmeleitpaste gebaut. Naja, ob das jetzt hier hilft. Wir packen sie trotzdem mal einfach in die Liste. Die 1 Gramm Tube. Und die kostet 7,88 € bei Mindfactory. Jetzt haben wir hier mal was ganz Ausgefallenes. Als Grafikkarte bekommen wir eine Intel Arc A770 16 GB. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die günstigste, die es am Markt gibt, weil es wurde ja jetzt nicht festgeschrieben, ob es jetzt wirklich eine von Intel wird oder vielleicht sogar von ASRock. Es gibt ja verschiedene Hersteller. Ist eine gute Grafikkarte tatsächlich für Full HD und auch WQHD Gaming. Reiht sich ungefähr, ja, so bei einer 2080 Super rein oder einer 4060. Es gibt hier einen schönen FPS-Test. Es kommt bei der Grafikkarte ganz, ganz stark aufs Spiel an. Wenn ihr jetzt mal hier so schaut, Cyberpunk 2077 in diesen Einstellungen hier, da habt ihr bei der 2080 Super ungefähr 66 FPS im Average, bei einer 4060 57 FPS und die ist hier irgendwo in der Mitte bei 61 FPS im Durchschnitt. Bei Control kommt sie sogar fast an die 2080 Super ran, ist aber deutlich schneller als eine 4060. Bei Avatar, ja, da bringt sie fast 30 FPS und die anderen Karten 33 und 34 FPS. Nur, dass ihr mal so eine Richtung habt, dieses Video verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber ich finde es cool, dass sie es einfach mal gemacht haben. So eine A770 da reinschmeißen. Gut, der Prozessor ist jetzt natürlich wieder viel zu stark und die Grafikkarte im Verhältnis viel zu schwach, aber es wäre immer noch eine Workstation, mit der ihr halt ein bisschen zocken könnt.
Ich habe selber auch eine A750 hier liegen. Ich benutze die jetzt nicht aktiv, aber für den Preis, naja gut, warum nicht? Lasst mir dazu mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da, was ihr von diesen Intel-Grafikkarten haltet. Ich persönlich finde es gut, dass sie es versuchen. Dann habt ihr halt nicht nur AMD und Nvidia, beziehungsweise bald in der Top-Klasse sowieso nur noch Nvidia, sondern halt noch einen dritten Player und dadurch werden die Preise auch so ein bisschen geregelt. Ich finde es auf jeden Fall mal ganz interessant. Und die kostet 299 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein APNX C1 ATX Gehäuse. Das bringt schon 340 mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und 120er im Heck. Oben jetzt leider nicht, da ist auch keine Wasserkühlung drin, da ist ja auch ein Luftkühler verbaut. Ihr kriegt von vorne durch diese Mesh-Front, Gott sei Dank, die kalte Luft rein, geht durch den CPU-Kühler, durch die Grafikkarte und dann hinten wieder raus. Und ein Teil natürlich oben. Ihr habt ja einen gewissen Überdruck im Gehäuse, weil vorne drei Lüfter sind und hinten nur einer, der rausbläst. Das Gehäuse wird mittlerweile auch gerne von Dubaro genommen. Sind wahrscheinlich günstig im Einkauf. Es hat eine Glasscheibe, eine Mesh-Front, die Lüfter, ist immer das Gleiche. Ja, kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen, hatte ich leider auch noch nicht hier zum Testen. Aber vom Design her, mir gefällt's. Ist okay. Und das kostet 79,90 € bei Amazon. Ja, bei dem Netzteil wissen wir jetzt wieder nicht, was es wird. 750 Watt, 80 plus Gold. Wow. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Seasonic G12. Das ist so diese Einsteiger-Variante von Seasonic. 750 Watt, ist Gold zertifiziert, hat 5 Jahre Herstellergarantie, aber keine modularen Kabel oder so. Muss beim Fertig-PC auch nicht sein. Ja, 750 Watt reichen. Ich weiß halt nicht, was reinwandert. Ich wäre allgemein immer sehr vorsichtig bei solchen Sachen. Wenn ich beim RAM und beim Netzteil schon nicht weiß, was reinwandert. Ich glaube nicht, dass es ein China-Böller wird. Wir waren jetzt auch nett mit dem G12. Es gibt noch wesentlich billigere Netzteile, Maas Gaming und so weiter. Die würde ich aber auf gar keinen Fall verbauen. Ja, leistungstechnisch reicht es, aber ich weiß halt nicht, was drin ist. Und das kostet 69,59 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein ASRock Z790 Pro RS Wi-Fi Intel Mainboard. Z790 ist schon mal nicht schlecht. Ist in dem Bereich quasi der Top-Chipsatz, aber jetzt großartig übertakten werdet ihr wahrscheinlich nicht. Es ist ein K-Prozessor, ihr könntet das theoretisch. Auf dem Board würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen. Ich meine, der Chipsatz lässt es zu, klar, aber die Spannungswandler sind da jetzt auch nicht so toll. Ich würde es nicht machen, gerade nicht mit dem Kühler da drauf. Wir haben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 3 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr hier dieses aufgesetzte WLAN-Modul und noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer und Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, zweimal USB 3.0, USB-Typ-C ist mit am Start, viermal USB 2.0, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, das heißt, das Mainboard bringt halt WLAN und Bluetooth mit, könnt ihr einen Controller anschließen, euch mit dem Netzwerk verbinden. Die Onboard-Grafikanschlüsse, ja, könnt ihr die jetzt benutzen oder nicht? Ist die Frage, kriegt ihr einen K-Prozessor, dann ja, kriegt ihr einen KF, dann nicht. Aber ihr benutzt sowieso primär die Anschlüsse der Grafikkarte. Und einen PS2-Anschluss bekommen wir auch noch mit dabei, werdet ihr auch nicht benutzen. Ist jetzt kein tolles Board, ist aber auch nicht so ein Micro-ATX-Scheißdreck, was mal gerne da so reingeworfen wird, auch bei anderen Herstellern. Ja, kann man machen bei einem Preispunkt von 1500 €, warum nicht? Und das kostet 198,78 € bei Mindfactory. Ich dachte echt, das sei ein bisschen billiger. Schon teuer, aber gut, warum nicht? Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 5600 MTS. Nur damit ihr das jetzt mal gesehen habt, habe ich ja am Anfang schon angesprochen. Wir nehmen jetzt mal einen CL46er, der würde 84 € kosten, hat auch irgendwie keine Kühlung und nix, sind auch 2 Riegel, ja. Dass ihr da schon mal einen Preispunkt habt. Aber da wir ja nett sind und die Bilder sonst soweit eigentlich auch passen, bis auf die Grafikkarte, da weiß ich auch nicht ganz genau, nehmen wir jetzt den Corsair Vengeance RGB. Der kostet 109,86 €, hat allerdings auch nur CL40 und 5600 MTS. Von der Speichermenge brauche ich nicht meckern. 32 Gigs und 32 Gig, das ist völlig okay. 5600 MTS ist die Spezifikation von Intel. Würde ich trotzdem 6000er reinschmeißen oder 6400er oder was. CL40 weiß ich halt nicht, ob es das wird, weil es steht nicht dabei. Finde ich wieder schade. Speichermenge passt, der Rest nicht. Und der kostet, wie eben angesprochen, 109,86 € bei Mindfactory. Ja, die SSD ist eine 1 TB SSD und wir wissen nicht, was es wird. Wir nehmen jetzt den alten Bekannten, eine Kingston NV2. Ist irgendwie so ein Mittelding, nichts Tolles, aber auch nichts zu Billiges. 1 TB finde ich bei einem 1500 € PC, ja, kann man machen. 2 TB hätte ich lieber gesehen, machen die meisten SIs auch. Aber so ist es halt. Lese- und Schreibraten weiß ich jetzt sowieso nicht, stehen ja nicht dabei. Auch wieder so ein Punkt. Deswegen, wir belassen es für einen Preispunkt einfach dabei. Und die kostet 51,68 € bei Mindfactory. Die Kühlung ist eine Luftkühlung, und zwar APNX, das ist der gleiche Hersteller wie beim Gehäuse, AP1V CPU-Kühler. Bei einem Prozessor, der sich nach Spezifikation in der Spitze 253 Watt genehmigen kann. So einen Kühler da reinzuschmeißen, einen Single Tower Luftkühler.
Es ist Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass der super TDP-Werte schafft. Es stehen leider keine mit dabei. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, solche Kühler schaffen so zwischen 160 und 180 Watt an der Grenze im Dauerbetrieb. Wenn ihr jetzt so einen Prozessor da habt und der will auch mal seine volle Kraft ausfahren, dann braucht ihr eine Wasserkühlung. Das kriegt ihr mit diesem Kühler gar nicht weg. Das System war bis hierhin ja einigermaßen in Ordnung. Waren jetzt keine riesengroßen Schnitzer drin. Aber der hier bricht wieder alles weg. Wenn ihr natürlich nur ein bisschen YouTube guckt und ein bisschen zockt, dann wird der wahrscheinlich reichen. Wollt ihr den Prozessor aber voll ausfahren, ihr wollt mal ein Video rendern und dabei auch ein bisschen Zeit sparen, weil der Prozessor das ja kann, kann das eben nicht, weil er die Hitze nicht wegkriegt. Finde ich echt schade. Schlecht konfiguriert. 240er Wasserkühlung hätte ich da eher gesehen, wenn nicht sogar eine 360er, kommt dann wieder aufs Gehäuse an. Aber das finde ich wirklich ein Griff ins Klo. Und auch schade für Case King. Ich habe auch schon bei Case King bestellt. Hardware-Teile und so weiter, die kennen sich auch aus. Ich kenne auch ein paar Leute von denen. Ich sehe die auch dann im Livestream und so, das ist alles fein. Aber ja, da haben sie sich leider einen Schnitzer erlaubt. Oder das ist wieder so eine Subgeschichte, dass das gar nicht Case King gebaut hat, sondern irgendwie so ein anderes Unternehmen, das da einfach anbietet. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Ich hätte den Luftkühler auf jeden Fall nicht genommen. Und der kostet auch stolze 29,78 Euro bei Nanochip über Amazon. Betriebssystem ist nicht mit dabei, Beleuchtung, klar, hatten wir eben gesehen, auf dem CPU-Kühler und Gehäuse und so weiter, Grafikkarte auch noch ein bisschen, Beleuchtungsfarbe, RGB. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, hier haben wir jetzt den Corsair RAM aktiv geschaltet, der hier ist inaktiv, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1216,77 Euro und das System kostet knapp 1500 Euro. Da seid ihr bei einem Aufpreis fürs Zusammenbauen von 280 Euro plus. Die Preise schwanken immer so ein bisschen. Ihr könnt ja auch die Liste nachschauen und diesen PC, ob sich da irgendwas geändert hat, einfach über die Videobeschreibung. Aber rein so gesehen, konfigurationstechnisch, sehr viele Sachen, wo man nicht weiß, was los ist. Und den Preis finde ich etwas zu hoch. Ist jetzt keine Riesenabzocke. Aber ja, man weiß schon nicht, was man genau kriegt und dann auch noch dieser etwas überzogene Preis, finde ich echt schade. Wenn man sich Vergleichs-PCs anguckt, und wir hatten in letzter Zeit viele PCs im Preisbereich von 1500 Euro, die dann bei Dubaro oder was weiß ich, Systemtreff, MyPC oder hier Krotos, wie sie alle heißen, sag ich mal so 80 bis 150 Euro Aufpreiskosten, je nach Preissegment, und hier sind es dann 280, ja. Ist schade. Natürlich, die wenigsten bieten einen PC an mit 14.700K oder KF, hier weiß man sie auch wieder nicht, und einer Intel Arc Grafikkarte. Deswegen habe ich jetzt auch keine Alternative für euch, weil es einfach keiner macht. Trotzdem muss man nicht diesen horrenden Aufpreis, aber diesen etwas überzogenen Aufpreis bezahlen. Ich weiß zum Beispiel, dass ihr so eine Geizhalsliste bei Krotos oder MyPC hinschicken könnt. Und die sagen euch dann, ja, ja, hast du gut konfiguriert, wir würden es dir für den und den Preis bauen. Da zahlt ihr auch keine 280. Aber lasst mir eure Meinung mal gerne in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.